Level 36.1. Sicher, gesichert, minimale Entitätenanzahl, Überlebensschwierigkeitsklasse 1. Level 36.1 scheint eine Unterstufe zwischen Level 36 und 37 zu sein, die von einem unbekannten Benutzer entdeckt wurde. Es scheint ein unendliches Passagierflugzeug von etwa 1950er bis 1980er Jahren zu sein. Die Zimmer bestehen aus langen Fluren, die wie das Innere eines Passagierflugzeugs aussehen. Die Fenster in diesem Level zeigen, dass sie sich über den Wolken mit einem leuchtend blauen Himmel befinden. Flügel können in einigen Bereichen sichtbar sein. Die Flure haben überall Sitzplätze und nach etwa 40 Minuten wird es Kreuzungen in den Fluren geben, die physisch unmöglich sind. Nach einer Weile finden sie eine Tür zu einem anderen Flur. Im Inneren werden Kinder und erwachsene Facelings sein, die alle fügsam sind und auf den Sitzen sitzen, als wären sie Passagiere und Hunde und Hounds in Käfigen wie normale Hunde. Die einzigen Entitäten, die gefunden werden, waren Hounds, Child und Adult Facelings, die alle drei die gleiche Wirkung von Level 11 haben. Wie bereits erwähnt, es gab auch gelegentliche Sichtungen von Skinstealers. Es gibt eine weitere Sondereinheit, die der Flugbegleiter ist. Eine Frau in einem blauen Anzug und blonden Haaren. Sie ist sehr freundlich und wird bei Bedarf Speisen und Getränke servieren. Das Essen ist gut für den Verzehr und die Getränke sind alle gekochtes Mandelwasser, unabhängig von der Marke. Sie kann auch eine begrenzte Anzahl von Fragen beantworten. Sie wird aber nichts über die Backrows beantworten oder wie dieses Level geschaffen wurde. Aber sie kann sie irgendwie in den Kontrollraum bringen, wenn sie gefragt wird. Der Kontrollraum ist ein Raum, der nur zugänglich ist, wenn sie den Flight Attendant bitten, sie dorthin zu bringen. Der Raum ist mit Knöpfen und Hebeln und zwei Pilotsitzen gefüllt. Es ist nicht bekannt, ob die Tasten eine Funktion haben. Der Raum hat auch ein Mikrofon, das mit normalen Mitteln nutzbar ist und auf dem gesamten Level zu hören ist. Gegen 16.30 Uhr innerhalb des Levels hören sie die Stimmen der Piloten am Mikrofon, die ankündigen, dass sie in Kürze an ihrem Ziel ankommen werden und bestehen darauf, ihre Sicherheitsgurte anzulegen, aber es ist nicht erforderlich. Zu diesem Zeitpunkt können sie eine andere Tür finden, die zu einem zufälligen Level führt, die mit einer Stadt zusammenhängt. Mögliche Level sind Level 4, 11, 13, 25, 30, 32, 33, 34 und zurück zu Level 36, unabhängig davon, ob es sich um ein Gebäude handelt oder nicht. Basen und Außenposten. Backrooms Airway Base Terran, Level 36,1 Zweigstelle. Sie können Base Terrain finden, indem sie sich nach Personen suchen, die auf Flugsitzen sitzen und das Backrooms Airways Logo auf ihrer Kleidung tragen. Base Abyson ist offen für den Handel und für neue Mitglieder. Base Terran konzentriert sich auf die beiden Level 36 und 36.1, da sie beide mit der Luftfahrt und dem Flug in allgemein zusammenhängen. Eingänge. Um dieses Level zu betreten, müssen sie ein paar Wochen in Level 36 warten, bis Flug 855 verfügbar ist und von einer unbekannten Stimme auf einem Lautsprecher angekündigt wird. Gehen sie dann durch die Tore, um dieses Level zu betreten. Ausgänge. Um dieses Level zu verlassen, warten Sie gegen 16.30 Uhr, um eine zufällige Stadtlevel zu betreten, oder kehren Sie zu Level 36 zurück.